Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Galaxy 2. Wir wollen nun die Grundsteine in Welt 5 sammeln. Wir machen weiter in der Raumwirbelgalaxie. Oh mein Gott, wo ist denn der Grünstern? Ich habe den gerade im Augenwinkel gesehen. Der chillt da ganz weit oben. Irgendwie hier jetzt hochballern, ja. Oh, das kann schon fast klappen. Nee, immer noch zu niedrig. Okay, irgendwie mit Momentum arbeiten. Aber der Sternring in der Mitte stört halt mies anders, weil genau das passiert dann halt. Ja, der war gut, der war richtig gut. Let's go! Leute, Grünstein ist genau an der Stelle, wo wir damals die Mission geskippt haben. Das ist ja cool. Also es ist definitiv so vom Spiel eben gewollt, gut zu wissen. Ja, das haben wir ja schon geschafft, hier einfach die Mauer hochklettern. Haben einen Stern. What the hell, was ist denn da los? Der Grünstein schimmert ja komplett im Nichts. Eigentlich glaube ich, muss das so eine, ja, Blase mich eigentlich in den Tod schießen lassen. Auf dem Fall wird sie mich wahrscheinlich zum Stern hin feuern. Frage ist, welche Stelle war das jetzt? Es ist schon direkt hier. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen. Auch schon, ist er richtig? Nein, es war direkt rechts daneben. So, jetzt, das muss richtig sein. Dann haben wir diesen Stern auch schon relativ geschenkt, wenn man weiß, wie es geht. Dann machen wir weiter in der Schwindelschwankgalaxie. Nur zwei Grünsterne hier. Grünstern wurde gespottet. Wie mache ich das am besten? Mit dem Wandsprung, I guess? Ja. Ich glaube, man hätte sich eigentlich hochboosten lassen müssen mit Momentum. Fühlt sich auf das auch so. Leute, hier ist Grünstern Nummer 1. Und Grünstern Nummer 2 befindet sich einfach direkt daneben hier. Und ich glaube, da lande ich jetzt einfach auf dem Block und hole den relativ easy ab. Dann gehen wir als nächstes mal hier in die Buhu-Mond-Galaxie. Ah, hier am Ende, wo dieses Haus ist, wo dieser Friedhof. Dort ist ein Grünstern. Da hat gerade beim Mond das aufgeblitzt. Ja, da ist einfach auch ein Grünstern. Gut zu wissen. Ich habe übrigens eine Vermutung oder eine Erinnerung, dass ich jetzt tot bin. Nee. Dort, wo dieser Sternring ist. Und danach ging es dann noch weiter mit dem Secret-Stern. Ich glaube, da ist auch ein Grünstern. Aber ist es nur Vermutung. Werde ich jetzt den Bereich auf jeden Fall mal eben kurz abchecken hier hinten. Ja, tatsächlich, da ist ein Grünstern. Der ist ja übelst an der Kackstelle. Ich habe ihn jetzt zum Glück. Jetzt sehen wir uns, denke ich mal, beim Mond. Das ist halt eine interessante Sache. Wie komme ich an den Stern ran? Nach unten kippen? Nee, hä, das geht gar nicht. Ah, Strandvertacke. Strandvertacke, oder? Nee, nicht so ganz. Ich bin runtergefallen. Oh Gott, ja, aber es ist... Nein, ich kann nicht mehr rüber. Es wäre genauso gegangen eigentlich. Und ich bin Game Over, scheiße. Jetzt weiß ich aber zum Glück, wie es geht. Deswegen wird das schon ganz gut klappen. Ein bisschen nach unten kippen lassen. Ein bisschen Sprung. Jetzt habe ich einen Wirbelsprung auch. Und damit ist es easy. Jetzt sehen wir uns bei diesem komischen Haus oder so. Frage ist, wo ist hier der Grünstern? Der war irgendwie relativ weit vorne. Aber wie komme ich da ran? Ja, genau da. Man sieht ihn schon. Weitsprung einfach. Ja, ich glaube, das könnte der Way to Go sein. Let's go. Dann gehen wir als nächstes hier in die Sturzfluggalaxie. Das wird wahrscheinlich die schwerste hier in der Welt. Dann haben wir zumindest einen Ton. Glücklicherweise weiß ich, wo direkt der erste Grünstein ist. Und ich muss mir dafür eigentlich direkt eine Bruchlandung machen. Let's go. Das habe ich so ein Gedächtnis geblieben, dass er da halt ist. Der zweite Stern jetzt befindet, weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste ich jetzt mal, ja, schauen. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er eigentlich relativ am Ende ist oder in der Passage, aber es wäre zu random. Kann ich auch schlecht überprüfen, ne? Hey, wo ist denn der Stern? Ich habe ihn jetzt nirgendwo gefunden, ne? Also, ich habe den Stern gefunden. Ich tue hier alles mehr oder weniger einstürzen, ne? Und hinter dieser Säule oder Rohr, wo sie einstürzt, finden sie einfach mal einen grünen Stern. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert und ich habe ihn auch noch. Mal, das kriege ich ihn nicht mal. Deswegen hasse ich die, ja, Grünsterne der Vogelmission. Weil die zu treffen wirklich die größte Schwierigkeit ist. Jetzt hatte ich auch viel mehr Kontrolle. Hat geklappt. Dann gehen wir als nächstes in die Schlingersandgalaxie. Boah, mit der Rutsche kann es schon sehr ekelhaft in den Grünstern werden. Ah, da ist einer. Ah, das ist voll eine lange Passage, bis der erste jetzt mal kam. Das ist mehr oder weniger auch die Stelle sein, kurz vor der Rutsche. Haben die auf der Rutsche mehr als einen platziert? Ich weiß es nicht. Wie komme ich da jetzt eigentlich am besten ran? Muss irgendwie da Bandsprünge zu machen? Nee, eine ganze Wand. Hä, hey, ich dachte, der Sand ist so, keine Ahnung, dass man durchgehen kann, aber geht's halt, ich dachte, das geht's mehr rein, dass man dann den zwei Wänden Bandsprünge machen kann. Nee, man es kann da einfach dran sliden, dann hat man den grünen Stern. Also beim Häftling habe ich jetzt nicht den grünen Stern gesehen. Oh Gott, da. Hä? Was war das denn für ein Winkel? Direkt am Anfang nach links. Boah, man darf halt auch nicht zu arg nach links gehen, sonst genau passiert genau das, dass man runterfällt halt. Jetzt habe ich ihn. Also der dritte Stern müsste sich jetzt auch irgendwann auf der, ja, Rutsche befinden. Ich bin nur gespannt, wann er auftaucht. Ich werde halt schnell reagieren müssen. Oh mein Gott, ja, wow. Okay, wenn die letzte Rolle circa kommt, da ganz rechts sein. Im zweiten Versuch hat das sehr gut geklappt.
Dann gehen wir als nächstes hier in die Heiß-Kalt-Galaxie, darauf freue ich mich. Man sieht schon direkt im Vulkan ist zum Beispiel einer. Das ist halt so ein geiles Detail, es passt so gut, dass da einer ist. Ein Grund, warum ich diese Grünsteine allgemein halt mag. Wir müssen jetzt aber erstmal auf Eis stellen. Ansonsten würden wir uns halt verbrennen und dann müssen wir mit der Wolkenblume da halt reingehen. Jetzt mit der Wolkenblume da halt eben reinspringen und dann kann man sich diesen Grünstern mal abholen. Aber ansonsten ist hier tatsächlich gar keiner. Also ich wüsste jetzt noch, wo ein anderer Grünstern ist. Dafür müssen wir jetzt in diesen Bereich, wo die Meteoriten runtergekommen ist, mit der Wolkenblume aber hinkommen, weil die ja halt ein bisschen höher platziert. Das wollen die halt, dass man die Wolkenblume so lange behält. Oh, da, hier, wenn ich es mir richtig Plattform ist auch noch einer, gut. Ich habe das mit der Wolkenblume verkackt, dann nehme ich den halt eben jetzt. Voll schwer, man darf sich nicht einmal treffen lassen oder so und man darf halt auch nicht wirklich schütteln. Wobei, ich glaube, ich brauche nicht alle drei Wolken, also ich könnte schon ein bisschen was probieren. Aber ich weiß es halt nicht genau, das ist mein Problem gerade. Also ich würde es jetzt unbedingt mal einmal dorthin schaffen, ne? Mit Wolken oder ohne. Einfach, dass ich mir mal das Ganze anschauen kann, aber mit drei Wolken sieht es sehr gut aus. Oh mein Gott, als ob da jetzt wirklich sogar Sterneteil so eingekreist ist, der Stern. Gut. Bevor jetzt noch irgendwas verkackt, gehe ich lieber in die Luft und das wird man dann wirklich nur mit Wolken Luigi schaffen, ne? Aber ich glaube, eine Wolke ausgereicht an der Stelle. Trotzdem, sehr herausfordernder Stern. Dann bleibt uns jetzt nur noch hier Bowser Juniors Böller-Bunker übrig. Aha, da habe ich doch gerade einen gesehen, da oben auf der Zielscheibe. Mal schauen, ob ich da hinkomme. Direkt reinschießen oder irgendwie hocharbeiten? Ich tue mich so, dass wir dorthin schießen, weil direkt reinschießen wird schon sehr herausfordernd. Aber eigentlich muss es schon fast so sein. Ich meine, ich kann ja immer noch ein bisschen was probieren mit Trickserei. Zack, so, ob ich da irgendwie hochkomme, aber das ist schon ein sehr schwerer Sprung. Ich denke schon, dass es so gewollt ist, dass man sich da hoch direkt reinschießt. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Dann schauen wir uns einfach mal nach dem nächsten Stern um und ich werde das dann nachholen müssen. Zum Glück weiß ich, wo der nächste Stern ist und der ist mies asozial. Denn er befindet sich quasi direkt hier, bloß ein bisschen weiter weg. Da hinten muss man sich hinschießen. WTF. Oh, man kann sogar von der Mine getroffen werden. Der Schuss muss schon ziemlich gezielt sein. Er ist mies asozial. Das könnte ganz gut getroffen sein. Komm schon, komm schon. Auf die Entfernung ist das halt mies asozial, aber wir haben ihn gefirst-tried. So, um halt hier direkt reinzuschießen, wenn der Schuss gerade eben schon so gut geklappt hat, muss der jetzt auch klappen. Das sieht sehr gut aus. Damit haben wir jetzt alle Grünsterne in der fünften Welt. Deshalb machen wir jetzt weiter in der Schmelztiegel-Galaxie. Ah, hier bei den Tornados habe ich gerade einen gesehen. Schauen, ob das jetzt auch der erste sein wird. Oh mein Gott, nein, hä, WTF? Wie weit oben soll der bitte schon sein? Wie soll ich das machen? Ich kann doch hier am Sternenring, dann ist mein Speed weg. Also außer ich benutze natürlich den linken, das wird natürlich auch gehen und dann halt nach oben boosten. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Muss halt sehr stark schon mit Momentum arbeiten, um halt auch genug Speed zu haben. Das sieht doch richtig gut aus. Jawohl. Also dann haben wir hier bei den Tornados mal direkt den nächsten Grünstern. Irgendwo hier auf dieser Bahn wird sich halt der letzte Grünstern jetzt befinden. Mal schauen, wo er ist. Er wird halt übelst schnell reagieren müssen. Oh, ich sehe ihn da. Hey, wie soll ich das denn? Time irgendwie da runterspringen? Ja, sicher. Jetzt, boah, seit Versuch sogar, das hätte viel länger dauern können. Dann gehen wir als nächstes hier in die Funzeblitz-Galaxie. Ah, da oben in der Ecke befindet sich dieser. Ja, wie mache ich das am besten? Mit Yoshi, ohne Yoshi? Ich glaube, ich darf von Yoshi abspringen. Also der letzte Grünstein müsste sich eigentlich in der Passage hier befinden, ne? Müsste doch übelst auffallen, der glänzt doch so. Ja, da ist was. Da unten ist einfach runterspringen. Ja, okay, der ist doch relativ machbar. Ich dachte, der wäre unter der Plattform. So geht das. Dann machen wir jetzt das in der Wasserverlies-Galaxie. Ah, da leuchtet was mit der Säule. Da wird sich wahrscheinlich der Grünstein auch befinden, ne? Relativ gut versteckt sogar. Jetzt haben wir ihn aber. Oh, jetzt, ich musste hier sich fallen lassen, dann ist hier einfach der Grünstern geschenkt. Geil. Aber muss halt das Secret kennen. Dann machen wir als nächstes weiter in der Urberg-Ruid-Galaxie. Ja, da auf einem dieser Räder, darüber eben, befindet sich einer. Eigentlich ja nur hier bleiben. Kann ich da manchmal machen? Let's go. Dann kriegen wir es auch easy hin. Oh, gerade in der Cutscene, ganz oben rechts in der Ecke, ist wohl der Grünstern. Ich muss sagen, die Passage nervt ein wenig. Jetzt muss ich sie halt mit dem letzten Grünstern nochmal machen, weil er wird sich irgendwann nachher befinden. Wir haben jetzt zumindest diesen Stern. Grünstern wurde gefunden. Aber wie bekomme ich den? Ich vermute mal auf diesem Rad, wo der jetzt gleich kommen wird, einfach draufbleiben. Okay, ich bleibe jetzt mal hier einfach drauf und mal schauen, ob das mir weiterbringt. Ja, tatsächlich, Junge, wie lange man sogar auf diesem Rad bleiben muss. Okay, wir haben den Stern auch zum Glück. Dann gehen wir als nächstes in die Rückblende-Galaxie. Da freue ich mich natürlich.
Okay, ganz oben ist auf jeden Fall einer. Ich denke mal, einer wird auch an irgendeiner Position sein, wo im Original halt ein Stern war, Mario 64. Hier ist tatsächlich aber relativ wenig. Er kann auch natürlich in der zweiten Mission sein, mit der Wolkenblume ist halt viel mehr möglich. Durchaus mal an den Stern ranzukommen. Dreisprung? Oder muss ich da wirklich mit dem Womp, ich muss mit dem Womp arbeiten? Okay, krass. Okay, das Landen auf dem ist gar nicht mal so einfach. Oh doch, Dreisprung könnte doch ausreichen. Warte mal. Vor allem mit Luigi. Einfach den Womp als kleine Plattform ausnutzen. Nicht so ganz. Ich schaff's aber auch gar nicht auf dem zu landen. So. Jetzt aber. Und jetzt sollte er mich da eigentlich relativ easy hinbringen. Let's go! Das war eine coole Mission. Den nächsten Stern gefunden. Der befindet sich hier unten. Ich muss nur richtig landen. Ja, in der Mitte. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Ja, man hat ihn kurz aufblinken sehen. Der ist ganz am Arsch der Welt. Da oben. Ja, muss ich irgendwie mit der Wolkenblume hin. Ja, dann schaue ich einfach mal, wie weit ich komme. Oder hätte ich da weiter oben starten sollen. Oder über diese Plattform hier. Aber ich weiß gerade gar nicht. Man kann halt auch nicht so wirklich nachschauen. Weil manchmal ist die Kamera schon extrem blöd. Ich meine, im normalen Game braucht man sie jetzt nicht so oft. Da passt sie eigentlich meistens. Als ich so nach Grünstern umschauen möchte, möchte ich schon ein bisschen mich umgucken können. Da ist er. Okay, ein bisschen verfehlt. Aber die Spur nach rechts war gar nicht so schlecht. Das habe ich trotzdem nicht irgendwie geschafft. Jetzt haben wir ihn aber auch. Dann gehen wir als nächstes in die Monster Arena Galaxie. Und ich weiß, dass die Grünsteine hier absolut beschissen waren. Also einfach unkreativ. Man muss aber auch sagen, man hat nicht so viel Spielraum in der Galaxie gehabt. Mehr oder weniger darf ich jetzt die ganze Mission dreimal machen, weil die grünen Sterne werden sich halt relativ easy auf diesem Planeten dann befinden, ne? Ja genau, da hat man schon den ersten gesehen und die werden sich halt alles so befinden, einfach auf diesen, ja, Gitter oder diesem verschlossenen Ding. Und das, was wohl am beschissesten ist, ist halt, dass der erste sich halt, ja, relativ spät schon in der Galaxie befindet. Ich muss jetzt vier Planeten bereisen dafür. Warum muss man den Spieler, wenn man weiß, dass man hier verkackt hat in der Galaxie mit Grünstern, nochmal so in die Fresse hauen? Okay, ich habe gerade gesehen, auf dem letzten Planeten befindet sich noch einer, an der gleichen Stelle und hier jetzt genau. Es ist so unkreativ, wirklich, ich hasse diese Mission. Was halt nur Abarbeiten von der Mission ist, die ich jetzt schon mehrmals gemacht habe. Einmal normal, einmal wegen Gominuma und einmal auf, mit dem Risikokometen eben. Weil es ja eben nochmal dreimal wegen Grünstern, also sechsmal pro Spiel Durchlauf. Das ist halt einfach nur unkreativ. So, jetzt können wir zumindest mal den letzten Stern hier aus der Galaxie abholen. Dann ist das zumindest auch erledigt. Dann gehen wir als nächstes in die letzte Bowser-Festung rein. Bowser-Galaxien-Generator. Okay, jetzt in der Lava-Passage wird sich auf jeden Fall einer befinden. Den habe ich noch in Erinnerung. Ich sehe ihn gerade bloß nicht. Hä? Doch, da genau in der Ecke ist er. Richtig fies versteckt. Nicht treffen lassen. Dann einfach nur, ja, absinken lassen. Dann haben wir den Stern schon. Let's go! Oh mein Gott, da ist der grüne Stern. Ich kann ihn jetzt nur mit Wolken Mario bekommen. Den habe ich gerade verloren, aber ich hatte auch keine Wolken mehr. Man braucht da safe ein oder zwei Wolken, WTF? Mit Yoshi werde ich keine Chance haben. Das heißt, ich glaube, die komplette Galaxie neu starten, weil ich einen Checkpoint erreicht habe. Ey, wie nervig. Ich habe es geschafft, mit zwei Wolken dahin zu kommen. Jetzt habe ich mich nur noch nicht von diesem blöden Kamek treffen lassen. Direkt mal auslocken. Oh mein Gott, ich habe verfehlt einmal. Dann können wir jetzt hoffentlich diesen Grünstein abholen. Man braucht wirklich sogar zwei Wolken. Obwohl, man wird es ganz knapp mit einer, glaube ich, auch schaffen. Damit haben wir jetzt alle Grünsteine aus Welt 6. Das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.